Western aus Estland. Herzlich willkommen zu Westland. Es ist ja eine bewusste Entscheidung, dieses Genre zu wählen. Und wenn man den Song hört, der ist mega professionell produziert. Also wenn der so im Radio laufen würde, würde man denken, das ist vielleicht auch eine internationale Großproduktion. Ich bin ganz ehrlich, die Nummer kickt mich nicht. Du kannst nicht ernsthaft einen Western-Song machen. Weil Western ist halt, das ist ja ein Genre, das ist ja ein Film, das ist ja Fantasie. Django-Romantik. Ich hab sofort irgendwie so ein Django Unchained im Kopf oder so ein Tarantino-Film. Ja, total. Ja, das ist eine tolle Western-Stimmung. Oh, das macht Spaß, auch das Video zu gucken. Das erinnert einen so richtig so an Spiel mir das Lied vom Tod. Ich finde das sehr interessant, ernsthaft alles auf die Cowboy-Karte zu setzen. Wenn das einfach für jeden, der das guckt, total skurril ist und man wartet das jetzt gleich so Bud Spencer-mäßig. Vielleicht ist das ja seine Bewerbung für die Winnetou-Festspiele in Bad Segeberg. Und ich bin sehr glücklich, dass sie nach vielen Jahren der Dürre, wo ich auch dieses Video sehe, Jahren der Dürre, endlich wieder sagen kann, dass ich den Song aus Island mag. Und er ist so gut und es ist ein Country-Song. Und mich wundert selber, dass er mir gefällt, aber der wird einfach immer besser. Steht da Hope drauf? Wird die Hoffnung begraben? Sehr gut. Da bin ich auch mal auf die Bühnenshow gespannt. Da kommt er wahrscheinlich auch ein Cowboy-Kleid. Also, was ich ja wirklich nochmal sagen muss, diese Performance in der Vorentscheidung mit diesen zwei Cowboys, die dann irgendwie da standen, zweimal mit der Luftpistole geschossen, also mit der Fingerpistole sozusagen geschossen haben und dann wieder von der Bühne verschwunden sind plötzlich. Der liebenswerte Cowboy aus Estland gewinnt die Herzen Europas im Sturm. Dieser Typ tatsächlich, der ist einfach wahnsinnig sympathisch und, ach, mach mal sich's vor, ich würde ihn daten. Ja, es ist halt was anderes. So gerade so ein bisschen mit diesem. Es ist doch ein bisschen sehr unspektakulär musikalisch für den ESC. Finde ich geil. Ja, ist gut. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Hm. Ich weiß nicht, wer für Country anruft in Europa. So, ich weiß es nicht. Ich glaube eher nicht. Endlich haben sie mal jemanden, den man wirklich mögen kann. Also wenn wir uns erinnern, wen hatten die denn zuletzt? Uku Suviste, Viktor Krone, Koi Tome und der Schlimmste war ja Jüri Pozmann. Was können wir in dieser Zeit mehr brauchen als Hoffnung? Auf jeden Fall, ja. In der Hinsicht ist das, glaube ich, sozusagen das Pendant zu ein bisschen Frieden 1982. Wenn man nach Western-Songs geht, finde ich einen anderen Song, nämlich aus Island, deutlich stärker. Ja, da gehe ich nicht komplett mit. Nicht komplett, aber ein bisschen gehst du mit, ne? Ich merke das schon. Er geht mit, ein bisschen. Ich gehe auf jeden Fall bei Stefan mit. Ich gehe mit ihm bis nach Tallinn. Ich drück trotzdem die Daumen.